Thanks. Danke. Und dann würde ich sie bitten, mein... Was machen Sie hier? Worthless. Ja, worthless. Sehe ich genauso. Sie sind sehr worthless. Gosha Garmin and a white 3 on my body. I'm a Nikon man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz. Make you say they run my home. Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von LSPDFA hier in Los Santos bzw. Los Angeles mit mir, mit unserem wunderschönen Officer hier. Wir sind wieder in der Stadt. Letztes Mal waren wir auf dem Land in Sandy Shores. Da hat uns dieser Hund getötet. Ich denke, ihr erinnert euch noch dran. Ich auf jeden Fall sehr gut. Und es ist mein zweiter Anlauf, weil mein GTA abgeraucht ist, und da, weil ich sie vorhin aufgenommen habe. Irgendwie ist immer der zweite Anlauf gerade zur Zeit. Dafür ist der cool, der zweite Anlauf, ja. Dafür ist, hat der Style im Gegensatz zum ersten Anlauf. Na, ich muss mein GTA immer neu modden. Also von dem her passt das eh. Übrigens, falls ihr euch wundert, warum die Straßen hier anders aussehen, also hier zum Beispiel die Kreuzung, falls ihr euch das schon immer gefragt habt, wieso sieht das bei Ratzler anders aus als bei mir auf GTA, dann liegt das daran, dass ich eine Mod installiert habe. Der Link dazu ist in der Beschreibung, hoffe ich. Eigentlich schon. Ja, doch, eigentlich ist er schon in der Beschreibung, ansonsten füge ich ihn noch schnell hinzu. Das heißt, auch diese Frage ist jetzt geklärt. Oh, guck mal. Sein Fahrzeug ist kaputt, dann bleiben wir mal. Helfen wir dem jungen Mann mal. So. Ich hoffe, mein GTA raucht jetzt nicht ab. Es wäre sehr freundlich. Guten Tag. I cannot start my vehicle anymore. Please help me fix it. Ja, das machen wir nochmal. Mit T können wir das probieren zu reparieren. Mal gucken, ob es funktioniert. Rumstehen bringt da nichts her. Okay. Gucken, ob es funktioniert. Ansonsten müssen wir abschleppen. Das tut es halt natürlich leid. You should be able to drive your vehicle again. Alles klar. Dann fahren Sie mal weiter. Just make sure to visit the garage as soon as possible. Ja, das sollten sie machen, ne? Ansonsten halte ich sie nochmal an und dann ist es mal ganz böse hier. So. Food pursuit in progress. Das, nehmen wir natürlich an. Lassen Sie mich bitte durch, danke. Gucken wir, dass wir den unterstützen können. Also, wie gesagt, die Straßen ist in einer Mod. Link dazu ist in der Description. Was haben wir hier? Food Pursuit. Ja, der steht da dumm rum. Guck mal, es sind drei Leute. Oh, scheiße. Ups. Gut, die leisten recht wenig Gegenwehr. Deswegen würde ich einfach mal sagen. Oh Gott, oh Gott. Ah! Ah, ich brauche Verstärkung. Ich brauche Verstärkung. Gehen Sie auf den Boden. Gehen Sie auf den Boden. Auf den Boden. Okay. Ich glaube, wir haben diese Situation unter Kontrolle. Wir haben jetzt zum Glück noch ein paar Officer, die uns zu Hilfe kommen. Viel zu viel mal wieder. So, haben Sie Gegenwehr oder denken Sie sich... Oh, das tut mir leid. Ah! Ah! Bleiben Sie stehen. Bleib auf dem Boden, auf dem Boden. Alles ist gut. Genau, irgendjemand fährt da wieder eine Karre zusammen, aber das... Interessiert mich jetzt nicht. Oh Gott. Sie werden verhaftet, weil es so ist. Ich weiß gar nicht, was sie gemacht haben, aber das juckt hier eh keinen. So, muss ich sie jetzt auch mit der Waffe bedrohen oder geben sie so nach? Ja, okay, da gibt's so nach. Perfekt. So. Auch für dich holen wir natürlich so einen Transporter. Da hinten ist noch einer. Jetzt lassen wir aber erstmal die drei abtransportieren. Weil der da hinten ist scheinbar auch, der leistet da keine Gegenwehr. Also von dem her geht hier keine Gefahr von denen aus. Was hatten die da im Haar? Hat die Joghurt in den... Hä? Oh, das ist eine Mütze. Das sind doch die Haare von der. Was hatten die für komische Haare? Egal. Die sehen allgemein irgendwie so ein bisschen Hartz IV-Style aus. Aber das juckt uns jetzt... Wo ist das vierte Suspekt? Was? Merken wir es abgehauen. Naja, gut, okay. Okay, jetzt sind alle versorgt, glaube ich. Und dann fahren wir mal weiter. Jetzt haben wir natürlich hier einen super tollen Unfall gemacht. Der Hydrant muss, denke ich mal, ersetzt werden. Das werden wir natürlich der Stadt dann melden.
Jetzt müssen wir erstmal gucken. Wir dürfen eher mal reparieren. Wir haben den Einsatz abgeschlossen. Und wir müssen nochmal tanken eigentlich. Wir sind bei der Hälfte. Aber hier ist in der Nähe, ist doch hier in der Nähe ist doch eine Tankstelle. Das heißt, wir gehen mal kurz tanken. Ja, weil ich habe ja diesen Scrap-Fuel da drin. Da, ne? Wie sieht es eigentlich mit dem Essen aus? I'm fine. Okay. Wir müssen zu einer Zapfsäule fahren. Please drive the gas pump and then leave the car. Okay, wir liefen mal. Machen zu. Und dann gucken wir mal, dass wir uns hier riesen Müsli-Riegel auch kaufen. Weil wir haben nämlich, wie früh haben wir? Ja, 11 Uhr. Das heißt, wir sind mitten im Dienst. Da schadet ein Meteoritenriegel nicht, den ich mir nicht leisten kann. Ja, sehen Sie mal, wie viel ich als Officer verdiene. Für Ihre Sicherheit. Na gut, dann tank mal bloß. Weil tanken geht ja nicht auf unsere Kosten, sondern von unserem Revier. Beziehungsweise unseren Status. Wieso hat er wieder nur halb voll? Ah, hier. Wait. Your vehicle is being refueled. Your vehicle has now a full tank. Oh, da geht die Sirene an. Ein Auto hat gerade Alarm geschlagen. Aber es ist weg. Scheinbar ist jemand mit dem Auto weggefahren. Gut, da haben wir aber keine Chance, es wieder zu kriegen. Ich frag mich nur, weil hier ist scheinbar ein Suspect, aber irgendwie sehe ich den hier nicht. Aber das müssen wir mal abchecken hier. Ne, irgendwie sehe ich hier keinen Suspect. Whatever. Okay, wir fahren aber weiter. Wir fahren einfach weiter. Scheiße, ein. Danke. Es ist ja da vorne. Ich glaube, das hier. Nee, keine Ahnung. Egal. Entweder das ist Buggy. Oder. Es ist Buggy. Nee, oder es kann auch sein, dass das von der Mod kommt. Aber da habe ich jetzt keinen Bock, mich drum zu kümmern. Das machen dann hoffentlich die Kollegen. Ah, dieser wunderschöne Sommertag hier in Los Santos. Da geht mir das Herz auf. So. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Guck mal, wir haben es eh grün. Wir halten mal nochmal so einen hier an. Fahren Sie bitte mal rechts ran und am besten nicht auf der Kreuzung hier stehen bleiben. Ey, nicht mehr reinfahren, Herr Kollege. Ey, das ist ziemlich knapp, was Sie hier machen. Naja. So. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich Ihnen. Ich hätte einmal gerne eine ID von Ihnen. Das muss ich eingeben. Sagen Sie es mir. Ashley Hunter. Ich finde das beide richtig behindert, dass man... wenn man Sachen eingibt, dass da die Aktionen nicht unterbunden werden, sondern man per Taste was anderes macht. So, License Valid, no active warrants. Alles klar, bei Ihnen ist alles in Ordnung, das freut mich. So eine Fahrerin möchte ich öfter sehen und vor allem möchte ich jetzt wieder in das Menü kommen. You have to take a picture. Nein, ich bin ein Officer, Sie dürfen mich nicht fotografieren. Und ich muss Sie irgendwie jetzt weiterfahren lassen. Dann kann ich Sie vielleicht noch Sachen fragen, ne? Have you been drinking? Only a few. Du hast was getrunken. Have you done any illegal drugs recently? Not today. Okay. Can I search your vehicle? Sure. Okay, pass auf. Jetzt frag mal erstmal, ob die was Illegales im Fahrzeug hat. You never know. Sometimes people borrow my car. Okay, ich glaube, wir müssen mal kurz hier mit der reden. Das klingt doch sehr suspekt irgendwie. Ich meine sie doch gar nicht. Schneiden Sie ja bitte aus der Karre aus. Ja, pass auf, ich nehme jetzt erstmal Ihre Schlüssel hier, ja? Danke. Und dann würde ich Sie bitten, Was machen Sie hier? Ja, worthless. Sehe ich genauso. Sie sind sehr worthless. Alter, jetzt muss ich die ernsthaft aufs Auto ziehen. Das ist ja mega out of roleplay. Was soll ich mit das anders? Schauen Sie bitte mal aus. Ja, Sie müssen keine Angst vor mir. Gehen Sie jetzt bitte wieder raus. Hallo. Ja, Sie können da nicht fahren.
Steigen Sie mal aus hier. Ich glaube, Sie sind... Ja, genau. Steigen Sie mal aus. Und jetzt... Ich nehme Sie mal aus Sicherheitsgründen fest. Sie werden dann eh wieder freigelassen, sofern nichts gegen Sie vorliegt. Kommen Sie mal bitte mit hier. Sie setzen sich mal eben hier, Was macht die Frau da? Sie setzen sich mal eben hier hin. Entfernen Sie sich bitte vom Tatort. So, bleiben Sie bitte mal da stehen. Ich durchsuche so lange Ihr Auto. Wieso probieren die alle meine Karre zu klauen? A Black Ben... Ich bin hingefallen. Ah, ich mag das Game. So, was haben wir hier? A Stopwatch, okay. Das ist kein Problem. Haben wir vorne auf der Fahrerseite vielleicht noch was? Einen Zahn. Und das ist nicht suspekt, oder was? Naja, wenn so lange es grün ist. Eine abgelaufene Proteinshakes. Naja, sie haben was Gelbes, ein Bandana, das ist aber kein Problem. Gut, auf Drogen kann ich sie jetzt so schnell nicht überprüfen, deswegen glaube ich ihnen einfach mal, dass sie jetzt nicht so viel getan haben. Und sie werden dann natürlich wieder freigelassen und können jetzt ihre Tätigkeiten fortsetzen. Ich hoffe, sie kommen nicht zu spät, wo auch immer sie hin wollten. Und steigen Sie bitte in Ihr Auto, ey. Warum steigen Sie nicht in Ihr Auto? Naja, das holte sich sicher immer noch ab. Jetzt gehen Sie weg von meinem Auto. Mann. So, wir fahren jetzt mal weiter hier. Gibt's doch nicht. So, jetzt machen wir hier, fahren Sie mal weg, das ist ja hier ein ganz komischer Bezirk. Ja, ja, chillen Sie. Mein Gott, ey. Irgendwie, heute ist ein komischer Tag in Los Santos. Heute haben sie alle irgendwie ein bisschen... Ich meine, wir haben jetzt 14.48 Uhr. Die Leute arbeiten meistens. Also von dem her. So. Sollen wir mal die Baustelle hier kontrollieren? Ich habe eine Idee. Wir fahren mal auf die Baustelle und gucken mal, was sie dazu sagen. Kann man hier irgendwo parken? Ich sehe hier gar nichts. Ich glaube, hier kann man parken, oder? Hier drin. So. Genau. Guten Tag. Wo ist denn hier Vorsitzender? Hallo. Wo ist denn hier Vorsitzender? Hallo. Oh, das tut mir leid. Ich habe hier einen Pressluft. Ah! Nein! Nein! Ah! Bleiben Sie stehen! Gehen Sie auf den Boden! Auf den Boden! Was fällt Ihnen eigentlich ein? Mich festzunehmen. Haben Sie sich jetzt beruhigt? Ne, ich nehme Sie trotzdem mal fest. Ich nehme Sie trotzdem mal fest. Man weiß ja nie. So, ich frage mich, wieso Sie mich probiert haben zu verletzen. Da geschossen? Ne, ich glaube, das ist oben einfach Hämmergeräusche. Gut, hätte ich es einmal gerne von... Hätte ich gerne mal... Okay, also, ich lasse sie wieder frei. Ich denke mal, sie sind vernünftig genug, dass sie mich jetzt nicht mehr angreifen. Außerdem brauche ich ihre ID und die kann ich mir kaum aus ihnen herausklauen. So. Jetzt bleiben sie bitte mal stehen. Jetzt bleiben sie stehen. Ich hätte jetzt gerne mal ihren Ausweis. Hallo. Jetzt sind sie vernünftig, bleiben sie stehen. Genau, ich hätte einmal gerne ihre ID. So, jetzt können wir mal ins Gespräch kommen. Wie heißen sie? John Phillips. Und nicht mit D, scheiße. Was ist, wenn ich das als... Kontrolliert ihr den dann? A picture of John Cena. Wie ist der John Phillips, ne? So hieß der Typ. So. Nur die Firmen sind License is valid. Alles klar, da haben sie nochmal Glück gehabt. Dennoch werde ich ihnen ein Ticket ausstellen, weil sie sich mir widersetzt haben. Und das fand ich gar nicht freundlich von ihnen. Genau. Beruhigen Sie sich. Sie sehen ganz komisch aus, aber gut.
Okay, ich glaube, entfernen wir mal von der Baustelle hier. Irgendwie laufen hier nur Mongos rum. Hallo, würden Sie bitte von der Einfahrt hier, von meinem Parkplatz weggehen, den ich mir gerade genommen habe? Ah, wieso? Ah! So, muss ja wohl reichen als Abschreckung. Mensch! Heute sind es aber echt komisch hier alle in Los Santos. Also heute ist, Naja, immerhin hatten wir noch keine Toten, glaube ich. Ich glaube, wir hatten noch keine Toten. Das ist auch was Neues für Los Santos. Fahr mal ein bisschen in First Person. So. Und da vorne ist ein LKW. Pass auf, den durchsuchen wir jetzt. Den ziehen wir jetzt raus. Kann man uns da vordrängen? Geht das irgendwie? Ja, ganz der Grüne. Warten Sie bitte einen Moment. Danke. So, einmal rechts ranfahren. Ah, nicht hier. Fahren Sie mal weiter. Fahren Sie mal ein bisschen weiter. Hier ist schlecht. Ja, hier ist gut. Kann man irgendwie Warnblinker eigentlich anmachen? So, glaube ich, oder? Man kann nur eins anmachen. Das ist aber blöd. Na gut, okay. So. Auf dem LKW steht keine Schrift drauf. Das heißt, man weiß nicht, von wo der kommt. Guten Tag. Hallo? Einmal bitte Ihre ID. Genau. So, wie heißen Sie denn? Mark Stacks. Mark Stacks heißen Sie also. Neue. License is expired. Okay. Na, immerhin liegt gegen ihn nichts vor. Ich würde mal gerne Ihr Fahrzeug durchsuchen. Oder fragen wir mal anders. Haben Sie irgendwas Illegales? Do I look like a criminal? Ja, irgendwie schon. Vor allem, weil Sie Ihre Lizenz abgelaufen ist, ja? Also, darf ich hier... Why do you want to search my vehicle? No. Okay, dann würde ich sagen... steigen Sie mal aus. Kommen Sie mal mit. Okay, dann kommen sie halt nicht mit. Da muss ich sie. Wobei, nee, ich nehme sie nicht fest. Wenn die jetzt wieder meine Karre. Ich krieg einen Anfall. Wieso klauen die ständig meine Autos? Naja. Was soll ich gerade machen? Ach genau, ihre Lizenz ist expired. Das heißt, ich werde sie eh mit auf die Wache nehmen. Dennoch werden sie kurz mal hier bleiben, um den Sachverhalt mit mir aufzuklären. Und ich werde sie jetzt auch einmal durchsuchen, ob sie was dagegen haben oder nicht. Ob sie was dagegen haben oder nicht. So, auf welcher Taste liegt nochmal durchsuchen? I. Ich weiß nicht, auf welcher Taste ich durchsuchen habe. Oh. Ah, oh. Okay. You found nothing of interest. Gut, dann. Ja, dann setzen Sie mich. Setzen Sie erstmal auf den Boden. Und Sie, können Sie bitte mal aussteigen? Muss ich Gewalt anwenden? Steigen Sie bitte. Nee, nicht Sie. Halten Sie mal bitte aus. Danke. Nein, nee, bleiben Sie mal. Bleiben Sie. Gehen Sie mal. Alles ganz ruhig. Hallo. Halten Sie mal. Nein. Nicht hier einfahren. Einsteigen. Sie müssen gar nicht mal. Wobei, ich nehme Sie jetzt mal fest. Vorsichtshalber natürlich bloß. Werde dann auch sie überprüfen. So, jetzt kommen sie mal mit hier auf den Gehweg. Wir wollen ja den Verkehr nicht blockieren. Oh, das tut mir leid. Und sie setzen sich jetzt immer auf den Boden hier. Genau. Naja, gut, dann werde ich jetzt einfach mal sie hier durchsuchen. Gucken. Aber sie haben doch sicher nichts dabei. Sie sind sehr freundlich. Rob's Liquor Gift Card in der Stopwatch. Ja, guck mal, wusste ich doch, ne? Jetzt machen wir mal die Türen hier zu, weil sonst zieht es bei ihnen den LKW, wenn sie weiterfahren, was sie eh nicht dürfen, höhö. Und ich werde jetzt mal ihre Karre durchsuchen, ja? Da müssen wir kurz hier raufgehen. Durchsuchen mal. Ich kann nicht durchsuchen, den LKW kann ich nicht durchsuchen. Oder, gut, dann durchsuche mal vorne den Fußraum, ne? Auch kein Problem. Oder vorne die Motorhaube, meinetwegen. A spare change. Und hier kann ich echt nicht
Okay. Zumindest hat der LKW nichts Illegales drin. Dennoch muss er abgeschleppt werden. Deswegen hole ich mir meinen Tow-Truck, dass der Verkehr hier auch wieder einigermaßen fließen kann. Irgendjemand hat hier einen Auffahrunfall verursacht. Und für sie hole ich einen Multitransport. So. Alter. Habe ich gerade auch nur leicht erschrocken. So, dann warten wir noch bis. Hold down the transport key to force a close spawn. Boah. Guten Tag, Herr Kollege. Na, wie war eure Schicht bisher? Dann antworten sie mir halt nicht. Hauptsache, sie nehmen die beiden immer mit, ne? Ja, sie machen das schon, ne? Ich entferne mich dann wieder jetzt in den Schicht. In den Schicht, Junge. So. Huch. Einsteigen. So. Wir machen Sirene aus. Und fahren den Kollegen mal hinterher. Und vor allem sollte der Verkehr wieder laufen. Oh, Traffic Stop Backup Required. Fahren wir mal Code 2 oder Code 3? Was sagt ihr jetzt? Code 2, okay. Das ist doch beruhigend, denn es ist nicht so dringend. Ah, nehmen Sie mich die Vorfahrt. Ach du Scheiße, das ist also auf dem Highway. Oh, ich liebe diese Sonnenuntergänge in GTA. Die sind schön. So, kündigen uns natürlich auch immer an, damit die auch wissen, dass wir hier mit Code 2 fahren. Ich weiß zwar nicht, ob das in echt auch so gemacht wird, aber immer mal des Realismus halber, beziehungsweise das Recht, der Rechtfertigung, dass wir über rote Ampeln fahren, was man ja eigentlich nicht so macht in Code 2, was aber jetzt hier für zu lange dauern würde. Deswegen hupe ich da immer, dass es immerhin so ein bisschen realistisch rüberkommt. Oh, sie flüchten. Alles klar, dann ne, hier haben wir jetzt Code 3, holen Air Support und ein paar Kollegen. So. Bleiben Sie stehen, Sie haben eh keine Chance. Glaube ich. Bleiben Sie bitte stehen. Na, guck mal, wir können hier Pit-Manöver machen, weil hier sind nämlich eh keine Leute. Oh, das hat auch einigermaßen funktioniert. Ah, scheiße, jetzt sind sie aber wieder. Oh Gott. Scheiße. Fahr mal hier. Ich glaube, die trennen sich aber gleich. Ja, dafür müssen wir mal rüber gehen. Ja, hier können wir nicht mehr drehen, weil hier wäre es zu gefährlich. Das können wir nicht verantworten. Aber jetzt fährt er auf die Autobahn, auf den Highway. Können wir ihn vielleicht irgendwie aus... Ah! Bleiben Sie stehen! Na, scheiße, den kriegt man nicht. Fährt er raus? Nee, er bleibt drin. Okay, dann probieren wir... Ja, hier können wir wieder nicht drehen. Fährt er hier raus? Nee. Aber vielleicht können wir ihn ein bisschen abdrängen. Irgendwie, vielleicht. Beziehungsweise zerschießen vielleicht einfach die Reifen. So. Einen haben wir... Oh Gott! Auto außer Kontrolle. Bleiben Sie stehen! Bleiben Sie stehen! Bleiben Sie stehen! Auf dem Boden. Gehen Sie auf den Boden. Oh Gott, was war das denn? Irgendwas ist hier in die Luft geflogen. Naja. Suspect is under arrest, we are code 4. Wieso geht eigentlich immer alles außer Kontrolle? Oh Gott. Gut, wir kümmern uns hier mal nicht drum. Oh Gott. Die Karre ist ziemlich am Arsch, die müssen wir mal abschleppen. Oh Gott. Wir fahren mal unsere Karre an den Straßenrand, weil sonst geht hier noch die Party ab gleich. Was hier... Oh Gott, die Party geht eh schon ab. Scheiße, wir kommen hier nicht raus. Oh Gott.
Jetzt wird hier wieder rumgeschossen. Ich park mal eben die Autos auf die Seite alle hier. Oh Gott. Das gibt's doch nicht. Ja genau, fahren Sie mal weiter hier. Und hier ist ein Toter, hier von einem Corona. Oh Gott. Ey, was haben Sie gerade ein Foto davon gemacht? Bleiben Sie bitte mal stehen. Ey. Scheiße, ich hab verfehlt. Gehen Sie auf den Boden. Gehen Sie auf den Boden. Ich hänge fest, okay. Ja, keine Bilder hier machen, ja? So. Ja, chillen Sie ab, Schleppwagenfahrer. So, den schleppen wir ab. Oh mein Gott. Den hier. Hallo. Den hier schleppen wir ab. Den hier schleppen wir ab. Die Karre brennt. Ja, wir brauchen Feuerwehr. Ich hab keinen Feuerlöscher. Ich hab keinen Feuerlöscher. Entfernen Sie sich. Ey, junge Frau. Junge Frau. Ja, ich muss Ihnen einen kleinen Ruck geben. Rennen Sie bitte um Ihr Leben. Und die Karre hat aufgehört zu brennen. Ach, gute Sache. Okay, die Sache hat sich wieder beruhigt. Wir brauchen dennoch wieder ein paar Tow-Trucks. Alter. War ziemlich knapp jetzt. Fahren Sie doch nicht hinten rein. Mensch. Komm bitte, tun Sie mir den Gefallen und verpissen Sie sich einfach. Ich glaube, das kriegen wir so nicht hin. Und bevor wir jetzt verzweifeln, würde ich sagen, beende ich die Folge. Mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ich würde mich über ein Like oder vielleicht sogar ein Abo freuen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in der weiteren Folge von LSBGFA oder in einem anderen Projekt hier bei Ratzler. Und bis dahin, haut rein, macht's gut. Tschüss.